Herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Kraft der Segnungen. Segnen heißt, Gott um Schutz, Begleitung, Heilung, Transformation oder anderes für andere zu bitten. Es ist die Kraft Gottes, die wir weitergeben. Mit einem Segen berührst du. Berührt Gott durch dich die Seele eines anderen Menschen. Segnung ist eine innere Haltung des Wohlwollens und des Vertrauens auf Gottes Kraft. Segnen bedeutet, positiv zu sprechen und das Gute anzunehmen. Einem Menschen Segen zuzusprechen, bringt ihm Glück, Wohlergehen, auch Schutz und Bewahrung. Wer oder was unter einem Segen steht, wächst und gedeiht. Jeder kann und darf segnen. Ein Segen kann überall ausgesprochen werden. Alles reagiert auf einen Segen. Mit einer Segnung sprechen wir einem Menschen ganz persönlich die Kraft Gottes zu. Ein Segen gibt auch Mut, aufzubrechen und etwas Neues zu beginnen, zum Beispiel für eine neue Lebenssituation oder auf dem Weg zu einer schwierigen Auseinandersetzung. Segne dein Unternehmen und auch das Unternehmen anderer. Segne deine Arbeitsstelle, dein Zuhause und alle anderen Räume, die du während des Tages betrittst. Die Dinge, die du an diesem Tag gebrauchen wirst, wie zum Beispiel dein Auto, deine Geldbörse oder Geräte, können durch die Kraft des Segnens wiederhergestellt werden. Segne Pflanzen, Tiere, Nahrungsmittel, deinen Körper, deine Gesundheit, Mutter Erde und das Universum. Segne die Menschen, denen du begegnest, auch die Menschen, mit denen du Konflikte hast. Segne auch deine Probleme. Manchmal braucht es eine Wiederholung, damit die Segnung kräftiger und mächtiger wird. Segne deine Familie, Partnerschaft und deine Kinder. Wenn du jemanden vermisst, dann segne diese Sehnsucht. Wenn du dich schlecht fühlst, dann segne diese. Segne alles, was du tust, mit Leichtigkeit. Wenn du dich selbst segnest, schickst du dir selbst Liebe. Deine Energie erhöht sich und du empfängst. Feinfühlige Menschen, die du segnest, spüren diese Liebe. Du wirst im Laufe des Tages spüren, dass du von Räumen, Dingen und Menschen umgeben bist, die du mit Spiritualität und Gott in Verbindung gebracht hast. Zum Schluss noch eine allgemeine magische Segensformel. Ich danke für die Segnungen des Universums in Harmonie für alle und auf perfekte, für mich stimmige Weise. Die Kraft der Segnungen ist ein mächtiger Energiestrom, eine kraftvolle Welle. Segne überall dort, wo Heilung benötigt wird. Ermächtige dich selbst zu segnen, Segen auszustrahlen und den Segen zu empfangen, der in diesem Universum auf dich wartet. Dein einzigartiger Weg bekommt durch das Segnen allzeit die Kraft, zuversichtlicher, hoffnungsvoller und freudvoller weiterzugehen. Nutze diese Kraft des Segnens. Es liegt in deiner Hand. Somit bedanke ich mich für deine wertvolle Zeit des Zuhörens und ich wünsche dir von ganzem Herzen einen segensreichen Tag. Alles, alles Liebe. Wenn der Beitrag dir gefallen hat, dann bitte drücke den Daumen nach oben. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann drücke den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Vielen lieben Dank.